Den Gewerkschaften platzt die Hutschnur. Nicht nur das grüne Licht der Regierung für den Indexsprung betrachten sie als Kriegserklärung. Auch andere Themen wie die Verfügbarkeit der Frühpensionierten auf dem Arbeitsmarkt, die ungerechte Besteuerung und die unsichere Zukunft des öffentlichen Dienstes sind ihnen ein Dorn im Auge. Die Gewerkschaften sprechen sogar von einem Klassenkampf und fühlen sich um 40 Jahre zurückversetzt. Die, die mich kennen, wissen, dass ich Worte wie Klassenkampf sehr, sehr selten in den Mund nehme. Eigentlich in einem öffentlichen Interview, glaube ich, ist heute die Premiere. Aber man fühlt wirklich, dass diese Regierung alles tut, um den kleinen Mann zu schwächen und um das Geld in die Taschen der Arbeitgeber. Und wenn ich Arbeitgeber sage, denke ich an großes Kapital. Ich denke nicht an den kleinen Geschäftsmann. Die leiden darunter, wie die Arbeitnehmer auch. Aber wirklich, diese Regierung tut alles, um das Geld in Richtung Großkapital umzuleiten. Wir sind in der Folge der Reagan- und Thatcher-Maßnahmen Anfang der 80er Jahre, das heißt das Aufkommen des Neoliberalismus, wirklich alles Geld für die Wohlhabenden. Wenn hast du Geld, kriegst du Geld, hast du kein Geld, kriegst du kein Geld. Das ist ja heute schon so bei den Banken. Und es ist wirklich so, dass wir dabei sind, die Gesellschaft zu dualisieren. Das heißt, die Schere zwischen Arm und Reich wird immer größer, der Mittelstand verschwindet. Und der Mittelstand hat dann nur zwei Möglichkeiten. Entweder er geht in die Armut, er geht in die unteren Segmente, oder aber er hat natürlich die geniale Idee, zum Beispiel über Steuerflucht, und bereichert sich zusätzlich. Es sei ein brutaler Angriff der Regierung auf die Arbeitswelt, so die Gewerkschaften. Am 11. März werden sich in Brüssel mehr als 10.000 Gewerkschafter auf dem Platz de la Monnaie versammeln, um ihre Forderungen an die Föderalregierung und die Zehnergruppe zum Ausdruck zu bringen. Und jeden Mittwoch werden im Bezirk Verviers Sensibilisierungsaktionen durchgeführt, am ersten Mittwoch in Eupen, an den übrigen Tagen in Verviers. Wir wollen auch in die Betriebe gehen und in allen Betrieben, egal ob wir beide Gewerkschaften da sind oder eine Gewerkschaft alleine im Betrieb ist, werden wir Informationsversammlungen mit den Arbeitnehmern machen. Leider Gottes kann während der Zeit nicht produziert werden. Tut uns leid, aber so ist es einfach. Beispiel Indexsprung. Dieser werde Auswirkungen auf alle Bereiche des Lebens haben, auch auf die DG. Die Ministerriege müsse neue Sparmaßnahmen erarbeiten, damit fielen auch geplante Mehreinnahmen für die DG aus. Die Maßnahme sei absurd und werde nur Probleme schaffen. Auch wenn der Dialog noch stattfinde, sei er alles andere als einfach. Wir werden in der Zehnergruppe schwierig angehört. Wir haben immerhin mit einem Arbeitgeber zu tun, mit einem Arbeitgeberverband, der die Regierung hinter sich weiß. Und von daher sind schon diese Verhandlungen unheimlich schwierig. Und dann haben wir natürlich das Problem, dass die Regierung, das Kernkabinett, das dann die Beschlüsse der Zehnergruppe gutheißen muss, nochmal eine neue Verhandlungsrunde anfangen will, so wie es ja auch diese Woche geschehen ist. Sozialer Dialog ist möglich, aber wir brauchen andere Ansprechpartner. Wir brauchen keine Verbandsangestellten von irgendwelchen Arbeitgeberverbänden, sondern wir müssen mit den Arbeitgebern verhandeln, direkt, und nicht mit ihren Verbandsvertretern, die natürlich nur Ideologie verkaufen. Die Gewerkschaften wollen nicht locker lassen. Sollten die Protestmaßnahmen nicht reichen, sind neue Streiks vorprogrammiert.